Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben ja in der letzten halben Stunde zum Auftakt des diesjährigen Gesundheitsgipfels schon einen interessanten Einblick erhalten in das Thema aus der Sicht eines versierten Gesundheitspolitikers und aus der Sicht eines Praktikers aus Wissenschaft und Forschung. Wir wollen das Thema noch weiter vertiefen und wir haben das Thema die Überschrift gesetzt: Anschluss nicht verpassen. Wie können wir in der Medizin Forschung und Entwicklung als Ursprung der Wertschöpfung in Europa steigern? Dazu habe ich mir ein paar hochkarätige, Sie sehen sie schon, Gäste eingeladen. Und wir könnten jetzt locker die ganze Diskussionszeit dafür verbrauchen, die einzelnen vorzustellen, weil sie so viele Positionen und Meriten haben. Ich möchte es wirklich kurz machen, denn dann haben wir etwas mehr Zeit für die Diskussion. Ich darf anfangen bei der einzigen Dame in unserer Runde, Frau Professor Dr. Katharina Hölzle. Sie sind Professorin für IT Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Sie haben noch ganz viele Punkte, ich mache es nur ganz stichwortartig, stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation. Sie sind Mitglied des Hightech-Forums der Bundesregierung. Sie sind auch noch Visiting Professor in Peking und wenn Sie zurückfliegen, fliegen Sie noch schnell in Sydney vorbei, weil da sind Sie es nämlich auch noch an der Universität. Sie geben eine Fachzeitschrift heraus und Sie sind natürlich Beraterin von Unternehmen und Mentorin für Startups. Also eine ganze Menge. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Dann haben Sie eben schon erlebt und alte, langwährende Gäste des Forums und des Gipfels kennen ihn natürlich, Professor Dr. Jochen Maas, Geschäftsführer Forschung und Entwicklung Sanofi Aventis Deutschland und dort auch Mitglied des globalen Research und Development Teams, also ein Mann der Forschungspraxis. Ganz herzlich willkommen. Bekannt, ich darf so sagen, wie ein bunter Hund, Sie nehmen das nicht übel, ich brauche Sie wirklich nicht großartig vorstellen, wer kennt ihn nicht? Professor Dr. Karl Lauterbach, natürlich allen bekannt als stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, aber in den letzten, man kann schon fast sagen, anderthalb Jahren natürlich ein Household Name in Sachen Pandemie, denn das sind Sie ja auch noch, wir müssen gleich mal klären, ob es der Nebenberuf ist oder der Hauptberuf ist, Sie sind Institutsleiter an der Universität Köln, nämlich dort im Institut für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie. Herzlich willkommen. Ja, und ebenfalls spätestens seit der Diskussion um Corona bekannt in auch allen Wohnzimmern Professor Dr. Alexander Kekulé, Virologe von Hause aus, Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie der Universität Halle-Wittenberg, auch jedem bekannt, nicht zuletzt durch ihren Corona-Kompass. Ich glaube, so heißt es korrekt. Herzlich willkommen, Herr Professor Kekulé. So, dann haben wir hier noch auch den Gästen des Ludwig-Erhard-Gipfels bekannt, aus den vergangenen Tagen und vergangenen Jahren, Matthias Weber, Finanzvorstand der Hexal-Gruppe. Hexal, glaube ich, muss ich auch nicht erklären, das Pharmaunternehmen kennt jeder. Was man vielleicht sagen muss, dass zu dieser Gruppe natürlich noch viel mehr dazugehört, so klingende Namen etwa wie Sando oder 1A Pharma. Und jeder von Ihnen hat wahrscheinlich schon mal entweder ein verschreibungspflichtiges oder auch ein freiverkäufliches Arzneimittel dieses Unternehmens zu sich genommen, in der Apotheke abgeholt. Ganz herzlich willkommen, dass Sie da sind, Matthias Weber. Und wir haben einen Gast, der jetzt nicht bei uns hier sitzt. Sie sehen, es ist auch eine lange und große Runde. Den haben wir aber zugeschaltet. Ich muss mal gucken, ob wir ihn auch gleich sehen. Den kennen Sie auch alle, da ist er schon. Wir haben, oh, er ist sogar, glaube ich, als Bewegtbild da. Wunderbar, da waren wir nicht ganz sicher, ob die Leitung gut genug steht. Professor Dr. Frank Ulrich Montgomery, was sage ich, Deutschlands oberster Oberarzt, die Position hat er auch schon lange hinter sich gelassen. Er ist ja, das war er mal, jetzt ist er schon der weltoberste Oberarzt, bestens bekannt noch aus der Zeit als Präsident der Bundesärztekammer, Bundesvorsitzender des Marburger Bundes und inzwischen eben Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes. Und von daher natürlich brauchen wir Ihre Expertise hier in dieser Runde. Ich glaube, wir haben Sie jetzt irgendwo erwischt in ganz im Norden der Republik, richtig? Ja, Sie erwischen mich in der Nähe von Heiligendamm. Ich habe mir gedacht, wenn man anderen Leuten Kontaktbeschränkungen empfiehlt und auferlegt, muss man sich selber auch dran halten. Und deswegen bitte ich um Vergebung, dass ich als Ungeimpfter nicht nach München gekommen bin. Prima. Aber die vielen Ämter verdecken, dass ich eigentlich heute Rentner bin und das Privileg habe, mich mit diesen Dingen intellektuell auseinanderzusetzen. Das ist wirklich eine schöne Aufgabe.
Wunderbar. Wir sind jedenfalls sehr froh, dass wir Sie, wenn auch digital, hier dabei haben. Und Herr Montgomery, Sie müssen es verzeihen, aber es kann nicht sein. Wir können natürlich in einer solchen Runde, bei solch eine, in einer solchen Zeit natürlich nicht über Corona sprechen. Das geht nicht, da müssen wir drüber reden. Aus Ihrer Sicht, jedenfalls in einer kurzen Zusammenfassung, wo stehen wir in der Pandemie oder vielleicht konkreter gefragt, aus Ihrer Sicht der Ärzteschaft, was ist gut gelaufen und was haben wir vielleicht auch nicht so gut hingekriegt? Gucken wir erstmal global, dann dürfen wir nicht vergessen, dass ich als Weltärztebundsvorsitzender im Moment mit den Problemen in Indien und Brasilien kämpfe. Dort sterben die Menschen wie die Fliegen, das sind Zahlen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Dort trifft ein Virus in einer total überbevölkerten Region auf ganz schlechte Gesundheitsstruktur. Das ist momentan eigentlich das Hauptproblem. Und wenn wir das jetzt übertragen auf Europa oder die Vereinigten Staaten von Amerika, sind wir eigentlich schon sehr, sehr, sehr viel besser da. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich teile die optimistische Einschätzung meiner beiden Vorredner Lauterbach und Maas, dass wir im Sommer wieder einen etwas freieren Sommer erleben werden. Die Zauberformel ist impfen, impfen, impfen. Und was wir für die Zukunft machen können, damit uns so etwas nicht wieder oder nicht wieder so schlimm passiert, darüber sollten wir dann auch nochmal in einer Runde reden. Absolut. Und wir haben jetzt kurz über die Pandemie gesprochen. Die Pandemie hat uns ja allen was gezeigt. Wir haben es im Vortrag von Professor Maas eben auch schon gehört, was auch die Wirtschaftlichkeit anspricht. Also wie es mit der Forschung und Entwicklung aussieht. Die Pandemie hat gezeigt, dass wir nicht so unabhängig sind, wie wir es vielleicht gedacht haben. Meine Frage an Sie wäre jetzt aus Sicht des obersten Arztes, wenn Sie so wollen, der Welt. Naja, das sind Sie ja. Was kann denn Europa, vielleicht konkreter sogar noch, was kann denn Deutschland tun, um eben bei einer nächsten Pandemie besser vorbereitet zu sein? Sie haben eben schon den Bogen gespannt zur ganzen Welt, dagegen sind wir ja gar nicht so schlecht, das ist sicher richtig, aber was könnten wir denn oder was wäre aus ärztlicher Sicht da auch wünschenswert? Gucken wir zuerst mal Deutschland an. Wir waren hervorragend aufgestellt. Solange Herr Spahn und Frau Merkel die erste Welle alleine bewältigt haben, funktionierte alles. Erst als wir in den Hickhack der Ministerpräsidenten und in den oftmals für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbaren Streit der Virologen untereinander kamen, wurde es chaotisch in Deutschland. Die erste Welle haben wir in Deutschland eigentlich als Weltmeister bewältigt. Zweitens Europa. Ich glaube, Frau von der Leyen hat in ihrem Vortrag Health of the Union im November letzten Jahres die Marschrichtung vorgegeben. Man kann Europa nicht wirklich große Vorwürfe machen, denn es hat gar keine Kompetenzen. Die haben nach dem Vertrag von Lissabon an die Mitgliedstaaten gebunden. Hierüber werden wir reden müssen. Ich bin früher ein Vertreter des Subsidiaritätsprinzips gewesen, habe meine Meinung hier geändert. Wir müssen hier mehr Kompetenzen auf Europa verlagern. Zum Beispiel so etwas wie die nationale oder dann europäische Reserven für Dinge, die man so schnell nicht besorgen kann. Wir haben ja, ich habe als Präsident der Bundesärztekammer noch 2018 an der Pandemieplanung mitgewirkt. Keiner von uns hat sich vorstellen können, dass zum Beispiel so banale Dinge wie Masken und Kittel nicht aus China zu beschaffen waren. Wir haben gedacht, Anruf und Flieger kommt. Dass wir plötzlich 3 Monate vom Nachschub abgeschnitten waren, hat keiner gedacht. Und schließlich Forschung. Wir müssen auch mal sehen, die von Herrn Maas hervorragend dargestellte grandiose deutsche mRNA-Forschung ist mit 375 Millionen Euro alleine bei BioNTech finanziert worden aus EU-Mitteln und aus Bundesmitteln. Dann muss man aber auch darüber reden, ob man dann die Lizenzen einfach nach Amerika an Pfizer vergibt und damit einem industriellen Großunternehmen gewaltige Milliardengewinne in die Taschen spült. Ich bin für einen Erhalt des Patentschutzes, meine aber, wir müssen dann auch über die Verteilung der Gewinne reden, wenn in Public-Private Partnerships Public immer das Geld liefert und Private die Gewinne einsackt. Hier müssen wir drüber reden für die Zukunft, damit wir weiter aufgestellt sind gegen all die Gefahren, die Herr Maas, wie ich finde, hervorragend dargestellt hat. Über die Lizenzen werden wir ganz sicher noch reden müssen. Sie hatten es ja auch schon angesprochen, Professor Maas. Aber aus Ihrer ärztlichen Sicht nochmal, wir sind ja immer noch in der Pandemie, aber irgendwann, wenn wir mal draußen sind, nach der Pandemie ist, wie wir alle wissen, letztendlich vor der Pandemie. Es wird nicht die letzte gewesen sein. Glauben Sie, dass wir mittlerweile besser aufgestellt sind, wenn wieder ein respiratorisches Agens uns ereilt? Oder haben wir
Nichts gelernt. Naja, Herr Maas hat ja den schönen alten Satz gesagt, Scio, Niscio, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ich weiß eben Dinge, Hanin, weiß ich noch nicht mal, dass ich nicht weiß. Das ist so. Deswegen, Prognosen sind ganz schwierig und Peter Ustinov sagt immer, mit Prognostikern rede ich am liebsten 3 Jahre später. Es ist sehr schwer, das vorauszusehen. Wir müssen uns gegen alle möglichen dieser Dinge wirklich wappnen und wehren. Aber wir werden wieder in Probleme kommen, da bin ich völlig sicher. Aber eines ist doch auch klar. Die Länder, die gut aufgestellte Gesundheitssysteme hatten, in denen ein gerechtes Gesundheitssystem ist, und das deutsche ist in meinen Augen das Beste und Gerechteste, das wir auf der Welt haben, kommen auch mit am besten durch diese Krisen. Wir haben Probleme, klar. Aber wir sind sehr gut durch diese Krise gekommen. Wäre nicht das Impfstoffdebakel, das Impfstoffdilemma, hier hat es einen Impfnationalismus gegeben, wir Deutsche waren zu fein, zu zurückhaltend, statt uns erstmal selbst zu bedienen, haben wir sehr viel an andere gedacht. Der Großteil der Impfstoffe wird ja in Europa produziert, um dann Boris Johnson seine Brexit-Triumphe zu genehmigen. Da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken, wie wir das in Zukunft regeln, denn die Bevölkerung hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung auch an die Politik in Deutschland. Aber wir sind nicht so schlecht davon gekommen, wie wir uns selber manchmal darstellen. Also in der Pandemie gibt es auch nicht nur Schlechtes, manches ist auch gut gelaufen. Das sind versöhnliche Worte. Professor Montgomery, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit sich genommen haben, trotzdem oben im hohen Norden hier noch zugeschaltet zu sein. Ganz herzlichen Dank und einen schönen weiteren Tag. Wir gehen nämlich jetzt in die Diskussion hier vor Ort und ich möchte Sie, weil wir auch über den Forschungsgedanken und den Wissenschaftsgedanken und den Transfer natürlich reden wollen, gleich eröffnen mit Ihnen, Frau Professor Hölzle. Ich darf Ihnen da mal ein Zitat vorlesen. Das ist erst vor 3-4 Wochen aus der FAZ von einem unbekannten Autor namens Bill Gates. Der schrieb da, lassen Sie mich kurz zitieren, für Deutschland, es geht natürlich genau um unser Thema, für Deutschland spricht die ausgezeichnete innovationsfreundliche Infrastruktur im Wissenschaftsbereich. Deutschland verfügt über eine exzellente akademische Basis, eine erstklassige Grundlagen- und klinische Forschung, eine innovative Pharma- und Medizintechnikbranche sowie eine Expertise in den technischen Wissenschaften und der Informationstechnologie, wie sie nur wenige Länder vorweisen können. Also wahrscheinlich ist das von der PR-Agentur, ich weiß es nicht, also ist doch alles in Ordnung. Ja, ist doch schön. Können wir alle nach Hause gehen und Herr Maas wurde sozusagen ein Gegenwort entgegengeworfen. Nein, also es ist sicherlich nicht alles schlecht. Und es stimmt schon, das Thema Grundlagenforschung, das wissen wir alle, da sind wir gut aufgestellt. Wir stecken sehr viel Geld in die Grundlagenforschung, auch zum Teil in die angewandte Forschung. Wir haben ein sehr gutes System an Forschungsinstituten, die sogenannten außeruniversitären Forschungsinstitute. Wir haben die Bundesforschungsinstitute. Das lassen wir uns schon einiges kosten. Das große Problem ist aber, haben wir auch gerade schon gehört, was machen wir dann mit dieser Forschung? Bleibt die in diesen Elfenbeintürmen? Haben wir wunderbare Publikationen? Die Publikationszahlen hatten Sie kurz angesprochen. Ich glaube, die Grafik bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei den Publikationen sind wir auch gerade in der medizinischen Forschung ziemlich gut. Wenn wir dann aber weiter gucken und sagen, was wird an Patenten daraus, was kommt dann an Gründungen daraus und was kommt eben tatsächlich am Ende an Produkten und Dienstleistungen daraus, da wird der Trichter sehr schnell sehr, sehr eng. Und das ist das Problem. Und das ist ja sehr nett von Herrn Gates, dass er da nicht den Finger in die Wunde legt. Das könnte er sehr gut tun oder könnte man ja dann auch schon wieder sagen, es gibt viele andere, die durchaus davon profitieren, dass wir eine so gute Grundlagenforschung haben, dass wir so gute Grundlagenforscher ausbilden, die uns aber dann leider verloren gehen. Ich muss natürlich ehrlich sein und dazu sagen, Sie haben es verkürzt. Oft so ein kurzes Zitat, es geht weiter, er sagt dann, doch Deutschland könnte diese Stärken noch viel besser nutzen. Nach einer Studie der Boston Consulting Group aus dem Jahr 2019 mangelt es Deutschland an angewandter Wissenschaft, die beeindruckende Grundlagenforschung schlägt sich nicht in der Produktentwicklung nieder. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Das bringt mich zu Ihnen, Professor Maas. Vor 20 Jahren, behaupte ich mal, hätten wir vom Prinzip die gleiche Diskussion führen können. Jetzt könnte man sagen, oder hat Deutschland geschlafen, hat gar nichts gemacht. Ich stelle mal eine Hypothese auf. Könnte es sein, dass Deutschland sehr wohl was gemacht hat, dass sich sehr wohl was geändert hat, aber dass die anderen Länder halt auch nicht geschlafen haben und weiter vorangezogen sind und es einfach noch nicht reicht, was wir auch getan haben? Das ist mit Sicherheit der Fall, wobei eines, was Sie gesagt haben, Frau Hölzle, für mich ganz, ganz wichtig ist. Wir müssen uns klar sein, eine Pharma-Wertschöpfungskette von der frühen Forschung bis zum Markt sind 12 bis 15 Jahre. 12 bis 15 Jahre.
Und in dieser ganzen Wertschöpfungskette, die mit Forschung anfängt, präklinische Entwicklung, klinische Entwicklung etc., da passiert genau das, was Sie angesprochen haben. Es gibt ja, und Helmholtz und Max Planck bezeichnet es auch so, das sogenannte Valley of Death, also Todestal, wo wir es nicht schaffen, die hervorragende Grundlagenforschung auf die Straße zu bringen. Das heißt, zunächst in die Klinik und dann eben auch zum Patienten. Und wir müssen uns schon klar sein, wenn wir über Innovationen reden im Pharmabereich. Eine Innovation ist nur dann eine Innovation, wenn sie am Patienten ankommt. Der reine Erkenntnisgewinn ist zumindest für den Patienten noch keine Innovation. Und was wir meines Erachtens verpasst haben, ist, und das macht Amerika weit besser, als wir es tun, zu erkennen, dass bei einer Wertschöpfungskette von 12 bis 15 Jahren es immer jemand gibt, der es besser kann als ich selber. Mit anderen Worten, wir hatten ja im Pharmabereich noch vor 10 Jahren, 20 Jahren Not Invented Here Syndrome. Alles, was nicht von intern kam, war nicht gut. Auf der anderen Seite müssen wir uns klar sein, dass wir in der Grundlagenforschung an den Universitäten, an den Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer Instituten in Deutschland weit mehr kreative Ideen haben, als wir in der Pharmaindustrie. Das ist absolut klar. Aber die Übersetzung einer Idee in ein Produkt ist wieder unser Vorteil. Und wenn wir dann weitergehen in die klinische Forschung, die ja auf der einen Seite große Expertise erfordert und auf der anderen Seite große Geldmengen erfordert, da sind gleich mal dreistellige Millionenbeträge weg, dann muss man doch sehen, dass wir entlang dieser Wertschöpfungskette, wenn wir sagen, wir arbeiten intensiv zusammen in den sogenannten Public-Private Partnerships. Wir generieren exzellente Ideen im Bereich der universitären Forschung. Wir versuchen sie in ein Produkt zu übersetzen im Bereich der Start-ups oder auch im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen. Und wir machen dann vielleicht weiter, jetzt ein bisschen holzschnittartig dargestellt, im Bereich der Big Pharma mit der klinischen Entwicklung, mit den Kontakten zu den Behörden, FDA, EMA etc. Wenn wir alle diese Player in ein Boot kriegen, dann könnten wir tatsächlich weit produktiver sein, als wir das heute sind. An diesem Punkt anknüpfend, da wird natürlich immer auch der Ruf laut, nicht nur, dass die Industrie macht es nicht richtig oder die universitäre Forschung, sondern an die Politik. Dass es nämlich heißt, ja, die Politik hat nicht die richtigen Rahmen gesetzt, die müsste da was tun. Stimmt das? Hat die Politik versäumt, den Rahmen zu setzen? Oder auch hier vielleicht eine Hypothese, liegt es vielleicht gar nicht mal nur so, das wäre vielleicht eher in Ihrem Sinne, dass es gar nicht mal so an den Rahmenbedingungen liegt, sondern dass auch an unserer Mentalität da etwas zu verändern wäre. Kann das das sein? Also man muss ja unterscheiden zwischen den Rahmenbedingungen, die wir jetzt während der Pandemie geschaffen haben, und den langfristigen Rahmenbedingungen. Und meine persönliche Position, wie gesagt, das ist meine persönliche Position, ich habe 10 Jahre lang in den Vereinigten Staaten gelebt und bin nach wie vor also Gastprofessor an der Harvard School of Public Health, bin da auch sehr regelmäßig. Ich schaue das amerikanische System daher einigermaßen gut, was ja eine Ausnahmeposition darstellt, denn kein Gesundheitssystem dieser Welt ist annähernd so innovativ wie die Amerikaner. Das muss man einfach sagen. Also der Unterschied ist groß. Das ist eine eigene Liga in dem Sinne. Und das hat auch mit den politischen Rahmenbedingungen zu tun. Zum Beispiel, eben wurde ja also erwähnt, dass also BioNTech aus europäischen Mitteln also und aus deutschen Mitteln ungefähr 350 Millionen Euro bekommen hat, aber die Konkurrenzfirma zu BioNTech und CureVac, Moderna, hat auf einen Schlag, also aus amerikanischen Quellen, also im Wesentlichen NIH-Mittel, 1 Milliarde bekommen. Und zwar ohne Strings attached, einfach hier ist das Geld Markt. Mhm. Und also ich stimme Herrn, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, dass auch diese Operation Warp Speed, die mit 20 Milliarden Dollar früh die Produktionskapazität aufgebaut hat. Und zwar ohne, dass das Risiko also betrachtet wurde. Dass man gesagt hat, wir bauen jetzt hier auf, wir wollen produzieren können, egal welche Impfstoffe nachher erfolgreich sind. Das sind Rahmenbedingungen, die sind einfach so viel besser als bei uns. Aber das ist der Geldfaktor. Einfach ausgedrückt, das ist nicht nur der Geldfaktor, das ist auch der Gedankenfaktor. Der Gedanke, der dahinter liegt, ist, wenn wir also sagen wir als Politik also mit der pharmazeutischen Industrie oder mit der Forschung zusammenkommen, dann tun wir das quasi wie Kunden. Das heißt, wenn es nachher ein Produkt gibt, dann haben wir vielleicht besonderen Zugang zu dem Produkt, wir kaufen schnell ein, also wir haben Vorrechte und so weiter, Vorverträge, aber wir sind Kunden. Mhm.
Und die Amerikaner, die amerikanische Politik ist nicht Kunde, sondern sie ist Mitproduzent. Und also das ist der große Unterschied. Das heißt also, wenn ich in Boston beispielsweise an der Harvard School of Public Health eine Studie machen will und also das NIH fördert mit, dann sind die quasi, die sehen sich dann als Teil dieser Forschung. Und man kann sich als Deutscher kaum ein Bild davon machen, wie extrem gut die Wissenschaftler sind, die in diesen Einrichtungen arbeiten. Die machen Grundlagenforschung, die der Universität nicht nachsteht. Das heißt, es sind keine Beamten, es sind keine Verwaltungskräfte, sondern es sind Wissenschaftler, wird auch sehr viel geforscht. Jemand wie Fauci, der zum Beispiel in diesen Institutionen noch weiter geforscht hat. Somit ist die Vernetzung also so zu sehen, dass also die Forschungspolitik in den Vereinigten Staaten Teil der Forschung ist. Die Forscher, die dort die Verwaltung machen, sind auch Forscher. Und das war übrigens sogar so gut, wie es war, trotz Trump. Trump hat dieses System gehasst und bekämpft. Es war aber so stabil, dass es trotzdem diese Erfolge gemacht hat. Und ich glaube, dass da ein also wenig diskutierter Grund liegt, weshalb wir da nicht rankommen. Das ist natürlich eine Industriepolitik, muss man sagen. Muss man also, das machen die Amerikaner im Rüstungsbereich ja auch. Das ist eine ganz gezielte Industriepolitik, wo man sagt, wir sind da mit am Ball. Daher hat das also eine Qualität für sich und das ist ein kategorischer Unterschied. Also nicht sozusagen, wir müssen, wenn wir das, was wir jetzt machen, genauso machen würden wie jetzt, aber viel mehr Geld in die Hand nehmen, dann würden wir trotzdem etwas ganz anderes machen als die Amerikaner. Die Amerikaner machen mit, in dem Sinne, wir schauen zu, drücken die Daumen und bezahlen. Aber würden wir denn das, was Sie jetzt skizziert haben, mit Ihrer Partei hinbekommen, würden Sie das hinkriegen? Also da, klingt ja das, also wir sind ja hier nicht im Wahlkampf. Also wenn ich ein paar Wahlkampfsätze mit Olaf Scholz passiert das ja sofort. Zu. Es hört uns ja keiner zu. Mit Olaf Scholz kommt das zum Dezember. Ja. Das ist Scherz beiseite. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also lassen Sie es einfach so sagen. Sie deuten ja damit an, dass meine Partei dagegen stimmt. Das stimmt nicht. Das kann ich einfach sagen. Also ich mache keinen Wahlkampf, aber Sie sehen es falsch. Wenn Sie glauben, dass Olaf Scholz, mit dem ich seit 20 Jahren zusammenarbeite, einem solchen Gedanken nicht näher treten würde. Ich will aber auch hier keine Werbung machen, keinen Werbebreak, ne, das ist ganz klar. Aber da kommt noch was. Ich höre schon. Also es wird sehr interessant werden, was da noch kommt. Ich darf gerade mal die Frage aber auch weitergeben, ganz von mir hier, von hier aus gesehen, nach rechts außen, Herr Weber, eine Firma, die hauptsächlich Generika, und zwar sehr viele davon herstellt, so viele, dass die Arzneimittelversorgung zumindest in Deutschland ohne so ein Unternehmen gar nicht vorstellbar war oder wäre, die bringt man jetzt nicht zunächst mit dem Forschungsgedanken in Verbindung, die holzschnittartige Vorstellung ist, da gibt es die forschende Industrie, das ist vielleicht Sanofi, und dann gibt es die anderen, die warten, bis da so ein Produkt mal fertig ist, Patentschutz weg ist und jetzt machen wir ganz viele davon. Warum interessiert Sie aber dieses Forschungsthema sehr wohl und auch die Landschaft? Ja, vielen Dank. Also es ist eine absolute naheliegende Frage. Aber Forschung und Entwicklung ist auch für uns sehr wichtig. Und auch die Vorstellung, dass wir eigentlich nur Nachfolgeprodukte machen und Copy-Paste, kommt der Realität nicht wirklich nahe, sondern wir entwickeln auch die Produkte weiter und schaffen damit einen Mehrwert auch für die Patienten. Und ein gutes Beispiel sind hier die Biosimilar. Das sind Kopien von Biologika, die sehr teuer sind, die auch sehr komplex und langfristig in Entwicklung sind. Wir sprechen auch hier von Größenordnung von 10 Jahren. Und nur als eine Zahl, wir haben vor 15 Jahren hier in Deutschland die ersten in den Markt gebracht. Jetzt sind es 8 Produkte und wir haben in 2019 auch dem Gesundheitssystem 340 Millionen gespart dadurch. Also das ist doch eine Entwicklung, die vielen hilft. Und vielleicht noch als letzten Gedanken hier dazu. Wir haben auch eine Wertschöpfung, weil natürlich durch Biosimilars Entwicklung wir Arbeitsplätze schaffen, wir entwickeln, wir produzieren in Europa, hauptsächlich in Deutschland, Österreich und in Slowenien. Aber die Rohstoffe bauen Sie doch wahrscheinlich auch aus China oder Indien. Die können Sie doch wahrscheinlich hier nicht einkaufen. Also die Wertschöpfung findet hauptsächlich hier statt. Natürlich, Wirkstoffe haben einen hohen Anteil, der aus Asien kommt. Und da haben wir natürlich immer diese Dualität. Einerseits brauchen wir bezahlbare Preise. Ja? Ein Generikum kostet im Schnitt Tagesdosis 6 Cent heute. Aber auf der anderen Seite sehen wir es natürlich auch problematisch, dass ein hoher Wirkstoffanteil aus Indien, aus China kommt. Das ist ein geopolitisches Risiko, was wir haben. Haben wir jetzt ja gerade ganz aktuell gesehen. Professor Kekulé, die Virologie war immer schon ein interessantes Fachgebiet. Die Mikrobiologie so insgesamt für manche schon, aber
für die Bevölkerung vielleicht nicht so allzu vorderst. Klar, wir erinnern uns alle an die Diskussionen, jetzt nicht Vogelgrippe, das wäre eben die Virologie, aber die Resistenzentwicklung in Krankenhäusern. Wenn das Thema, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, von irgendeinem Redakteur auch nur irgendwo gelesen wird, zack, das kommt sofort oben hin, auch wenn wir sagen, mein Gott, über MRSA, da reden wir eigentlich gar nicht mehr drüber, das gibt es natürlich, aber das wäre jetzt gar nicht. Doch, das müssen wir machen, Resistenzen. Jetzt sind Sie, ja, ich weiß nicht, in erster Linie Virologe, wo würden Sie selbst verorten, wenn ich das kurz vorher Virologe fragen Virologe und Epidemiologe, würde ich sagen. Virologe und das Epidemiologe. Ist das, womit ich mich beschäftige seit einigen Jahrzehnten. Ich glaube, dass da sind ganz interessante Aspekte in der Diskussion gekommen, die eigentlich schon die Lösung aufzeigen, die wir in diesem Problem anvisieren sollten, meiner Meinung nach. Und das ist letztlich so, wir haben ja eine amerikanische Lösung auf diese Pandemie so beobachtet. Die hat nicht richtig funktioniert, aber im Bereich der Forschung, Warp Speed, war das eigentlich ein ganz tolles Modell, was man folgen kann. Wir haben eine andere Lösung des Problems gesehen bei den asiatischen Ländern. Die sind sehr strikt nach den Vorschriften, wenn man so will, vorgegangen, haben auch natürlich ihre staatliche Autorität genutzt, was bei uns vielleicht nicht ganz so gut funktionieren würde. Aber nach diesem Drehbuch, Taiwan haben Sie als Beispiel genannt, funktionierte ja auch die Pandemieabwehr. Wir hatten übrigens, da widerspreche ich Herrn Montgomery ganz klar, wir hatten in Europa auch die Konzepte in der Schublade und wir wussten seit Jahrzehnten, dass es Engpässe zum Beispiel bei den Masken geben würde. Das weiß ich, weil ich diese Pläne mitgeschrieben habe. Und wir haben jetzt im Grunde genommen die Frage, was ist denn die europäische Antwort auf diese Art von Wettbewerb und Bedrohungen? Und ich glaube, die haben wir nicht gefunden. Und das hat auch hier diese Pandemie uns nochmal vor Augen geführt, dass wir eigentlich kein europäisches Konzept haben. Auf drei Ebenen sehe ich Lücken. Das eine ist ganz unten, wir haben eine Einstellung zur Wissenschaft in der Gesamtbevölkerung, die immer noch, wenn man jetzt Deutschland insbesondere nimmt, nicht vergleichbar ist mit der Euphorie, die in asiatischen Ländern vorhanden ist und die in den USA vorhanden ist. Da ist eine riesige Lücke, sage ich mal, bei der Ausbildung im Bereich der Schüler schon. Ich war ja mal früher Jugendforscht-Sieger vor vielen Jahrzehnten, dann lange in der Jury von Jugendforscht. Und das ist ja so ein Wettbewerb, wo man immer gedacht hat, seit den 70er Jahren, glaube ich, oder 60er Jahren schon, hat man gedacht, da kann man was machen, da ist aber viel zu wenig passiert. Wir müssen in dieser Grundhaltung gegenüber der Wissenschaft, müssen wir, und das ist durch die Pandemie meines Erachtens nicht gelungen, müssen wir versuchen, mehr den Menschen klarzumachen, gerade den Jungen, dass es etwas ist, wo Chancen drin liegen, wo es sich auch lohnt, sich zu engagieren. Ich glaube nicht, dass der Optimismus berechtfertigt ist, dass dadurch, dass so viele Virologen jetzt im Fernsehen waren, ganz viele Virologe werden wollen. Der zweite Stufe ist aus meiner Sicht tatsächlich das Problem, dass wir, ich war ja früher mal am Max-Planck-Institut, wirklich in einer Arbeitsgruppe, die weltweit Spitzenforschung gemacht hat, solche Arbeitsgruppen sind weniger geworden im Vergleich zu den anderen. Wir haben viel getan in Deutschland, aber es ist so, dass ich glaube, wir sind einfach nicht mit genug PS auf der Straße, aus Größengründen. Es ist so, dass wir in Deutschland, egal wie gut wir es machen, mit einem Land wie den USA, wenn man einfach die Kapazitäten, NIH haben sie genannt, sich zum Beispiel das Nationale Gesundheitsinstitut in den USA vor Augen führt, da kommen wir nicht ansatzweise ran und natürlich auch nicht mit China inzwischen. Und deshalb glaube ich, die einzige Lösung, um hier aufzuschließen, ist wirklich der europäische Schulterschluss. Ich habe vor Jahrzehnten dringend empfohlen, ein europäisches Zentrum für Infektionsabwehr zu machen. Übrigens auch damals in Brüssel gewesen, so eine Art Vorstufe zu HERA. Das fanden immer alle ganz toll, aber am Schluss versickert es im Sand, weil so Größen wie Institut Pasteur in Paris und Robert-Koch-Institut in Berlin natürlich so stark und breitschultrig sind, dass sie eigentlich nicht wirklich etwas aufgeben wollen, um mit dem anderen zusammenzuarbeiten. Also dringender Appell, europäische Gemeinschaftsprojekte, sowie das Europäische Molekularbiologische Institut in Heidelberg. Das Labor war ein super Erfolgskonzept und ist aber bis heute eigentlich mehr oder minder das Einzige geblieben. Und die dritte Ebene, wo es bei uns klemmt, aus meiner Sicht, ist tatsächlich dieses Death Valley of Death, übrigens ein Begriff aus den 1980er Jahren, so lange gibt es den schon. Damals war ich bei McKinsey, da hatten wir genau den gleichen Begriff, als wir diese Probleme diskutiert hatten. Und es ist so, dass wir immer noch das Problem haben, wenn Sie in Deutschland 10 Millionen Euro haben wollen, ist das 10-mal schwieriger, als wenn Sie in den USA als Start-up 10 Millionen Dollar haben wollen, obwohl das ungefähr gleich viel ist inzwischen. Und da müssen wir dringend was tun, dass wir sozusagen diese Spalte zwischen Forschung und Industrie durch bessere Anschubfinanzierung für Startups machen. Und mit diesen drei Stufen, aber man sieht, wie riesig das Problem ist, diese drei Stufen sind unsere ganz offensichtliche To-Do-Liste.
um eine europäische Antwort auf solche Probleme zu finden. Es wird immer von der nächsten Pandemie geredet. Ja, ich hoffe, dass ich die nicht mehr erlebe. Eine reicht mir als wahrscheinlich Herrn Lauterbach auch. Aber es ist so, das nächste Problem steht doch schon vor der Tür. Die andere angekündigte Katastrophe, genau wie die Pandemien, wo auch die Pläne schon da sind und keiner exekutiert sie, ist ja das Umweltproblem. Und ich glaube, da werden wir noch viel schlimmer auf die Nase fallen, wenn wir da nicht so eine Struktur haben in Europa. Sie haben zwei Problemkreise angesprochen, würde ich es mal zusammenfassen. Das eine ist die Größe, die Frage der Größe auch gegenüber den anderen, deswegen die Forderung nach einem europäischen Zusammenschluss, aber auch eben nochmal die Frage, ich würde es mal mit Mentalität beschreiben. Das war meine Hypothese vorhin ein bisschen. Das würde mich nochmal interessieren, Frau Professor Holze, wie ist das bei Ihnen? Sie arbeiten ja auch mit jungen Unternehmen zusammen, die müssen Sie, glaube ich, nicht motivieren, weil die wollen ja schon was machen. Sie tragen ja nicht Ihre Idee dahin, sondern die kommen ja eher zur Beratung zu Ihnen. Aber wie ist Ihre Wahrnehmung? Hat sich in den letzten, ich habe gesagt, vor 20 Jahren hätte man schon eine ähnliche Diskussion führen können, hat sich in den letzten 10 Jahren da was geändert? Ist das Klima, ich meine jetzt gar nicht politisch durch Rahmenbedingungen und so weiter, sondern einfach bei den Leuten, Sie haben gesagt, bei den Schülern fängt es an, hat sich das Klima Richtung Forschung, Richtung Wissenschaft, dass das nichts Unanständiges ist, hat sich das verändert, verbessert? Nein, also da stimme ich Ihnen vollkommen zu, das hat sich eher verschlechtert. Also ich würde tatsächlich damit ich es richtig verstehe, es hat sich verschlechtert. Das Klima für Wissenschaft, ja. Und das ist ja nun eher mein Thema, Gründung. Ja. So, und warum ist das so? Und ich weiß nicht, ob es 10 Jahre sind oder ob es womöglich schon ein bisschen länger ist. Was wir in Deutschland sehen, und als Sie gerade sprachen, Herr Lauterbach, da dachte ich, und das zieht sich nämlich dann durch bis in die Ministerien, dass nämlich die Ministerien dann die Wissenschaft nicht als Partner sieht. Ich komme da gleich drauf zurück, warum ich glaube, dass das so ist. Wir sind eine Gesellschaft, die in den vergangenen, ich würde mindestens 15 Jahre annehmen, extrem auf Sicherheit gepolt wurden. Es war auch alles gut, es ging uns ja gut und es ging immer weiter. Und die Elterngeneration, die jetzt gerade Eltern ist oder sogar schon etwas älter, die hat erlebt, dass über dieses, wir machen das, was wir tun, einfach immer nur etwas besser, dass es uns immer besser gehen wird. Und wir sind sehr gut in Deutschland in diesem Pfad, der wir machen alles etwas besser und dann wird es uns allen besser gehen. Wir sind nicht gut darin zu sagen, probier es aus, mach etwas Neues. Du wirst hinfallen, es ist aber nicht schlimm. Es tut weh, aber es geht vorbei. Und das ist immer stärker geworden, je unsicherer die Welt um uns herum wurde. Wir haben es nicht geschafft zu sagen, es passiert sehr viel um uns herum und wir verstehen das als Herausforderung. Wir haben da Lust drauf. Das gibt es zum Glück immer noch bei einigen Menschen hier in Deutschland, aber gefühlt werden das immer weniger. Aber das ist natürlich keine schöne Aussicht, weil selbst wenn wir jetzt den Rahmen verändern würden, wenn wir auch politisch den Rahmen ändern würden, Professor Lauterbach macht sich die Schatulle auf und wir reden jetzt eben nicht mehr über die kleinen Förderungen, sondern die großen Förderungen und auch Europa versteht sich super. Robert Koch freut sich mit Herrn Pasteur zusammen beim Abendessen und wir machen das Rieseninstitut. Alles klappt super. Dann würden uns nach dieser Prognose letztendlich die Akteure fehlen, die den Mut haben, das auch umzusetzen, richtig? Genau, beziehungsweise ich widerspreche Ihnen sogar, es wird diesen Ansatz nicht geben, weil wir diese Menschen auch nicht entsprechend in der Politik haben, die sagen, hier ist die Milliarde, probier mal was aus, sondern weil wir genau... Ja, das haben wir jetzt gehört, das ändert sich jetzt dem, das haben wir gerade gehört. Ich glaube, wenn ich das nochmal, ich stimme Ihnen völlig zu, aber ich will noch eins ergänzen, das kann man schon steuern. Ich glaube, dass die Menschen, so haben Sie es ja auch nicht gemeint, das ist ja nicht bei uns eingepflanzt in den Genen, dass wir so vorsichtig sind, sondern wir sind einfach so, dass wir dann auch eine Absicherung brauchen. Und man darf nicht denken, dass in den USA das so wäre, dass wenn man dann Geld verbrannt hat, dass man dann hinterher pleite ist und vielleicht wie bei uns nie wieder Geld von der Bank bekommt, wenn man den nächsten Start-up machen will, sondern dort ist einfach die Kultur, sie können das Geld verbrennen, es hat nicht funktioniert, man klopft ihnen auf die Schulter und sagt, nice try, hier sind die nächsten 10 Millionen. No, ja. No strings und das, attached. Und das, ich übertreibe, glaube ich, kein Stück an der Stelle, weil man einfach schätzt, wenn es jetzt jemand handwerklich nicht falsch gemacht hat, überhaupt den Ansatz. Und ich glaube schon, dass die Politik das steuern kann, dass sie diese Risiken
den Leuten ein bisschen abnimmt. Also wenn Sie als, ich erinnere mich, vor vielen Jahren haben wir mal ein kleines Projekt beantragt bei einer Bundesförderung, da ging es nur um wenige Millionen Forschungsgelder. Da wurde dann gesagt, ja, haben Sie denn nicht ein privates Haus von Ihren Eltern oder Ähnliches? Kein Witz, was wir als Hypothek belasten können für den Fall, dass unsere Fördermittel flöten gehen. Also so werden Sie als junger Wissenschaftler quasi gleich mal an die Kandare genommen. Und da muss ich sagen, sowas ist ein strukturelles Problem, was, sage ich mal, als Forscher, der jetzt nicht mit den Klippen der Politik so vertraut ist, das muss doch lösbar sein. Ja, aber da würde ich... Achso. Na, machen. Na, vielleicht, um das jetzt nochmal aufzugreifen und um das, darauf zurückzukommen, was ich eben sagte, zu dem, was Herr Lauterbach ausgeführt hat. Ich glaube, dass das viel genau mit diesem, wir nennen das jetzt neudeutsch immer Mindset oder Einstellung zu tun hat. Aber wie vertrauen wir den Wissenschaftlern, wie vertrauen wir den Gründerinnen und Gründern, wie begegnen sich eigentlich diese Spieler in diesem System? Und sie begegnen sich im Moment nicht auf Augenhöhe in meinen Augen. Die Politik traut beispielsweise auch nicht der Wirtschaft, sonst würde da einfach auch in dieses Thema F&E, also die steuerliche F&E-Entlastung ist ja mal ein erster Schritt, das ist aber ein ganz kleiner Schritt. Und das hat sich für mich auch wieder gespiegelt, dieses wir vertrauen euch nicht, Unternehmen, weil wir nicht glauben, dass ihr eine gute Forschung und Entwicklung machen werdet. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass dieses Vertrauen in die Wissenschaft, in die Wirtschaft, alle vier Akteure, die Gesellschaft gehört auch dazu, dass das zunächst einmal vorhanden ist. Wenn denn nämlich dieses Vertrauen da ist, dann kann man auch sagen, ich vertraue dir, dass du nicht on purpose mit meinem Geld etwas Schlechtes machst, sondern wenn du hinfällst, dann weiß ich, du hast es zumindest versucht. Und das würde ich mir wünschen, wenn wir aus dieser Pandemie das lernen könnten, dass wir gegenseitig, und wir nennen das ja immer so die Quadruple Helix, was ja auch gut passt vielleicht hier zu dem Medizin-Ambiente, zu sagen, wir haben die Gesellschaft, wir haben die Politik, wir haben die Wirtschaft und die Wissenschaft. Und diese vier Akteure begegnen sich im Vertrauen auf Augenhöhe und sagen, und wir wollen es gemeinsam schaffen. Vertraut Ihnen die Politik nicht, Professor Maas? Ja, also ich zwei Punkte. Zum einen, ich glaube schon beobachten zu können, dass wir aus der Pandemie und aus der ganzen Diskussion, auch der Virologen in der Pandemie, schon einen kleinen Vorteil für die Wissenschaft haben. Warum? Weil die Menschen sehen, es kommt was raus oder es kam was raus. Und deswegen ärgere ich mich auch ein bisschen auch über das Wording von Herrn Montgomery vorher, Impfstoffdebakel. Ich lese in der Bild-Zeitung Impfstoffdesaster etc. Leute, wir haben ein Impfstoffwunder. Wir haben wissenschaftlich innerhalb eines Jahres 4 Impfstoffe auf den Markt gebracht. Innerhalb eines Jahres, früher hat es 7 bis 9 Jahre gedauert. Das war eine einmalige Zusammenarbeit von Politik, von Behörden, von Wissenschaft und von Wirtschaft. Und da von einem Impfstoff-Debakel zu reden, halte ich einfach für nicht gerechtfertigt. Also natürlich haben wir nicht richtig verteilt und wir haben Produktionsprobleme gehabt. Ich glaube, das hat er gemeint. Aber das ist tatsächlich was anderes und wir sollten auch mit unserem Wording aufpassen, wenn wir von Impfstoffdebakel reden. Das Zweite, was uns natürlich auch zu schaffen macht, ist, es gibt ja innerhalb der Forschung auch noch mal zwei Welten. In Deutschland hat die akademische Forschung ein ganz gutes Image. Die industrielle Forschung hat ein deutlich schlechteres Image. Ich frage mich, warum? Die Mitarbeiter, die ich bei mir in der Forschungsabteilung habe, das sind exakt die gleichen Forscher, wie sie auch bei Ihnen oder im Max Planck forschen. Warum hat die angewandte Forschung ein schlechteres Image als die Grundlagenforschung? Also ich glaube, da könnten wir tatsächlich auch was machen. Und last but not least, ich glaube, Herr Kekulé, dass die Menschen im Rahmen der Pandemie auch wenigstens ein kleines bisschen verstanden haben, dass die Wissenschaft nicht immer mit einer Stimme sprechen muss. Ich habe schon den Eindruck, dass die Leute verstehen, dass ein Virologe vielleicht ein bisschen was anderes sagt als ein anderer und dass das eigentlich das Wesen der Wissenschaft ist, um am Ende tatsächlich verschiedene Theorien zu hinterfragen, um dann zu einem Schluss zu kommen. Das glaube ich auch. Und da glaube ich, dass diesen kleinen, leichten Rückenwind, den wir durch die Pandemie bekommen haben, dass wir den tatsächlich ausnutzen sollten, auch vom Image der gesamten Wissenschaft her.
Die Politik ist nochmal angesprochen worden. Ist es denn so, vertraut die Politik, vertrauen Sie der Forschung nicht oder der industriellen Forschung oder den Start-ups nicht? Ich habe das also vorhin wirklich so empfunden jetzt von Ihnen, dass Sie da einer stärkeren Förderung, und zwar auch einer No Strings Attached, hatten Sie gesagt, also ohne eine bedingungslosen Forschung, durchaus sehr offen gegenüberstehen. Ich bin dem sehr offen. Ich halte es auch für notwendig, dass wir das machen, wenn wir wirklich also aus dem Problem herauskommen. Ich stimme Herrn Maas zum einen zu, die also Corona-Pandemie ist für unsere Wissenschaft und auch unser Verhältnis zur Wissenschaft eine Gelegenheit. So traurig wie das ist, die Pandemie, ist es auch eine Gelegenheit. Auf der anderen Seite sind die Bedingungen schlechter als also in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Wir haben ja mehrere Probleme gleichzeitig. Ich stimme Ihnen vorher zu, dass die Bereitschaft junger Menschen, sich in der Wissenschaft zu engagieren, da mitzumachen, eher zurückgeht. Ich habe vor 20 Jahren einen Studiengang also in der Gesundheitsökonomie gegründet in Köln. Das war also der erste Studiengang dieser Art gewesen, Wirtschaftsfakultät und Medizin. Und sehr viele dieser Absolventen gehen später in Krankenkassen arbeiten, für Versicherungen, für Behörden und so weiter und so fort. Das wäre für amerikanische Absolventen undenkbar. Also ich habe so ähnlichen Studiengang habe ich auch selbst gemacht in der Harvard School. Die sind, da geht man natürlich, wenn man was auf sich hält, entweder in die Forschung, geht in die großen Unternehmen und so weiter und so fort. Wenn ich einem Absolvent der Harvard School of Public Health den Vorschlag machen würde, wie wäre es denn für die, bei allem Respekt vor der Barmer Ersatzkasse, willst du bei der Barmer arbeiten, so, dann würde es für abwegig halten. Und das ist aber dieses Sicherheitsdenken bei den jungen Leuten geht eher zurück. Dann haben wir Riesenprobleme bei der Digitalisierung und zwar unsere Ingenieurswissenschaften haben wir einen super guten Ruf, aber Wahrheit ist, also, dass die Digitalisierung wenig integriert ist in diese Ausbildung und das ist in Amerika auch ganz anders. Da kann jeder Ingenieur, der also von, selbst von einer State University runtergeht, der kann also in den gängigen Sprachen kann der programmieren. Das ist bei uns selbst bei Elite-Absolventen nicht der Fall. Somit, wenn man, ich will jetzt hier die Zeit, Ihre wertvolle Zeit nicht konsumieren, aber die Probleme sind, ich stimme vorher dazu, die Probleme sind gravierender als also gedacht und werden mehr. Also Nachwuchs also wird derzeit, leider muss man sagen, nicht unbedingt stärker, sondern lässt etwas nach. Das hat verschiedenste Gründe, das würde den Rahmen hier sprengen. Aber es ist leider, ja, aber es ist ja ein wichtiger Befund. Ne? Das ist ein wichtiger Befund. Und daher muss ich den Nachwuchs, den ich habe, ja, auch der von außen kommt, den muss ich super unterstützen, sonst gehen diese Leute weg. Und also da sind so viele also Probleme gleichzeitig zu lösen, von der Einstellung, von der Art und Weise, also wie wir als, also wir brauchen dann auch eine richtige Industriepolitik, dass der Staat sagt, wir wollen Wissenschaftspolitik und Klimapolitik selbst mitbetreiben. Und dann ziehe ich auch Leute ran, die also Top-Leute sind. Es gibt ein paar Ansätze, ich kenne zum Beispiel im BMBF, also ein paar Wissenschaftler, die jetzt dort eingestiegen sind, die noch sehr gut verankert sind, das ist gar nicht mal das Problem, aber es sind Ausnahmen und in anderen Ministerien wird es sehr viel dünner. Somit also, es sind viele Probleme gleichzeitig und es ist nicht die Haltung der Politik. Und in der Politik ist es auch ein großes Problem. Da bin ich aber durch mit dem Jammern. Wir haben natürlich auch also in den also Gremien des Bundestags nicht so viele, sagen wir mal, Wissenschaftler und Unternehmen. Ja, also wissenschaftsnah ausgebildete also, Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir wissen, was Sie meinen, ja. Okay, das bringt mich natürlich zu der Frage, wenn also das Personal fehlt und das, was da ist, ist möglicherweise auch noch das Falsche, insofern falsch, weil das Engagement fehlt oder die Risikobereitschaft. Wie machen Sie das denn in Ihrem Unternehmen, dass Sie die richtigen Leute bekommen? Ich sage es mal so ganz ketzerisch, jetzt könnte ja sein, jetzt bin ich einer von diesen wenigen wissenschaftlichen jungen Kollegen, sage ich dann, ich gehe dann auch zu Sanofi, weil das ist ja so eine riesen forschende Firma, oder Sie brauchen ja auch diese Leute. Also wir stehen natürlich auch im Wettbewerb mit anderen Spielern, Institutionen, wissenschaftlich, kommerziell. Aber ich glaube, das Wesentliche ist natürlich, dass man den guten, den motivierten jungen Menschen ein Umfeld schafft, wo sie Lust haben, sich zu entwickeln und wo sie das Gefühl haben, das hat für mich eine positive Zukunft. Und da müssen wir uns jeden Tag immer wieder neu anstrengen. Und das war natürlich insbesondere jetzt im letzten Jahr eine besondere Anstrengung, wo alle irgendwie anders persönlich betroffen waren, natürlich durch die Pandemie.
Und wie wir es dann schaffen mussten, dass, und das ist ja ganz erstaunlich gelungen, ja, dass diese ganze Homeoffice-Thematik, auch das relativ sichere Arbeiten in Laboren, in Produktion, wie das alles funktioniert hat. Und wie man dann auch aus dem jetzt etwas schaffen für die Zukunft, wo wir diese neuen Entwicklungen, Möglichkeiten aufnehmen, sodass die jungen Menschen sagen, ja, da will ich weiter mich engagieren und weitermachen. Professor Kekulé, betreuen Sie denn, weil Sie sind ja auch da in vielen Gebieten aufgestellt, Forschungsgruppen beziehungsweise eigentlich eher solche, die den Transfer machen von der Mikrobiologie, mal ganz weit gesprochen, hin zur Industrie, zu einem Produkt? Ich könnte mir vorstellen, dass aus Ihrem Ja Institut und nein. Also ich bin ja zum einen in Sachsen-Anhalt an der Universität. Da würde ich mal sagen, gehören wir nicht zum Spitzenfeld, ohne irgendjemandem weh zu tun. Zugleich bin ich ja Unternehmensberater nach wie vor. Und da ist es tatsächlich so, dass das ein ganz intensives Thema ist. Also diese Frage, wie man zum einen Menschen rekrutiert, wie wir das schaffen können, dass wir in Europa mehr Leute ausbilden. Die Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, werden ja weniger. Das war mal so eine Tendenz, dass Deutschland sozusagen auf der Top-Liste war, zum Beispiel von chinesischem Nachwuchs. Die sind jetzt eher unterwegs nach Großbritannien vielleicht, auf jeden Fall in die USA, oder die sehen auch schon zu Hause ihre Chancen, sodass wir diesen europäischen Leuchtturmfaktor, den wir vielleicht mal hatten noch vor 10 Jahren, da müssen wir aufpassen, dass wir den nicht verlieren. Und ich glaube, das ist das eine, dass wir vom Ausland die Leute reinholen müssen, und zum anderen eben bei uns zu Hause, das ist ein schwieriges Feld, sage ich mal, mehr Naturwissenschaften in die Menschen hereinbringen müssen. Ich stimme Herrn Lauterbach völlig zu, es ist bei der Diskussion mit der Politik, und wenn Sie lange Politikberatung machen, erleben Sie das natürlich oft. Es ist einfach so, gerade am Anfang der Pandemie hatten wir die Situation, dass ganz viele Dinge, die, sage ich mal, basic wären für den Naturwissenschaftler, für die entscheidenden Personen, die Entscheidungsträger, einen enormen Nachlernbedarf bedeutet haben. Das hat einiges gebremst am Anfang, ganz sicher. Ich glaube, dass wir da, vielleicht um ein letztes noch reinzubringen, wir müssen vom Gedankengut her nicht nur europäischer, sondern insgesamt einfach internationaler werden. Also wenn Sie an der US-Universität von den Guten unterwegs sind, die sehen sich überhaupt nicht, wir sind jetzt hier in Boston, Harvard, sondern die sehen sich als Teil der Welt. Und wir erleben das ja in der Pandemie auch ganz stark, dass wir ständig Zoom-Konferenzen haben, was früher mit Reisen verbunden war, geht ja jetzt zack, zack. Wir sind eine internationale Gemeinschaft, die sich um dieses Problem kümmert. Und die Deutschen müssen, glaube ich, dieses weite Bewusstsein, das brauchen wir. Und ein anderer Punkt, der da reingehört, ist ja zum Beispiel auch die Sprache, dass wir in Deutschland jetzt beim Nachwuchs nicht so perfekt Englisch sprechen wie viele unserer Wettbewerber. Ich bin schon lange dafür, dass wir das zum Beispiel als eine Grundfähigkeit bei uns aufbauen müssen, weil die Welt, in der unsere Kinder dann sich behaupten werden müssen, das wird eine Welt sein, in der man einfach Englisch sprechen muss, überall und jederzeit. Und das ist ein Riesenunterschied, ob sie das mal so wie unsere Generation dazugelernt haben oder ob sie das von der Krippe auf hatten. Und deshalb glaube ich, es gibt eine lange Liste, ohne jetzt das nächste Thema aufzumachen, ich glaube, es gibt eine lange Liste von To-Dos, die berühmten gelben Zettel nach der Pandemie. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir nicht zu sehr ins Schulterklopfen verfallen, wie toll alles war. Wir hatten über 80.000 Tote. Und auch wenn jetzt Wahlkampf in diesem Jahr ist, glaube ich, ist es ganz wichtig, eine saubere Fehleranalyse zu machen und zu sagen, dort und dort haben wir wirklich wichtige To-Dos. Ganz viel ist heute angesprochen worden. Und ich würde mir wünschen, dass dieser Schwung so ein bisschen bleibt und nicht dieser Reflex eintritt, den wir übrigens 1918 nach der spanischen Grippe schon analysiert haben. Ich erinnere mich, ja. Wenn dieser Mist zu Ende ist, erinnere ich noch gut, na, ich mich auch, ja. Also wenn dieser Mist zu Ende ist, dann will ich nichts mehr davon hören. Ja. Wir müssen uns zwingen, uns zumindest die Liste der Sachen, die damals nicht so optimal waren, noch mal vorzunehmen hinterher. Ich gebe es ehrlich zu, Sie machen mir ein bisschen Angst. Ich dachte, Sie kommen so in der gesamten Gruppe vielleicht zur Idee, ja, wir waren früher auch nicht so ganz gut, aber jetzt mit Europa haben wir das schon viel besser hingekriegt und wir gehen mit einer schlagkräftigen, jungen Truppe in wissenschaftlich rosige Zeiten. Sie sind sich eigentlich, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, ziemlich einig, dass es, was das angeht, eigentlich eher schlechter geworden ist und dass es nicht nur an den Rahmenbedingungen liegt. Es liegt einmal an der Größe, Sie haben es eigentlich, glaube ich, schön zusammengefasst. Schlechter im Vergleich. Wir sind sicher besser geworden, aber die anderen sind halt auch viel besser geworden. Also ein wichtiger Unterschied, also auch an Herrn Kekulé anknüpfen zum Beispiel, ein Riesenvorteil, den wir immer hatten im Vergleich zu anderen Ländern, ist, dass wir ein relativ gutes Studium anbieten können.
Und das hat auch Frau Hölzel sehr gut gesagt. Also diese, Sie haben es auch gesagt. Ich habe es zitiert von dem unbekannten Autor, der das eigentlich sagte. Aber der Vorteil, der ist heute nicht mehr viel wert. Das und zwar, wenn ich jetzt beispielsweise das, was wir im Studium anbieten, die internationalen Universitäten bieten das übers Netz an mit einer Qualität, das steht der deutschen Vorlesung nicht nach. Zum Teil ist das überlegen. Besser zum Teil besser und also auch somit, also wir verlieren, also früher musste man wirklich, um nach vorn zu kommen, musste man ein sehr gutes Studium irgendwo machen. Das kann man zu Hause machen. Das kann jeder Community College, also Absolvent, der kann beifüttern, also mit Online-Tutorials von den Top-Universitäten. Somit dieser komparative Vorteil, den wir hatten, der wird ein Stück weit entwertet, der Nachwuchs wird weniger. Die Qualifikation, wenn man in das Studium kommt, nimmt eher in der Tendenz ein bisschen ab. Tut mir leid, dass ich jetzt auf dieser pessimistischen Note hier ende. Daher, wenn wir dem entgegenwirken wollen, dann müssen wir auch attraktiver werden für ausländische Absolventen. Wir müssen die Talente, die wir haben, sehr viel aggressiver fördern. Ist meine also, der Punkt ist angekommen. Herr Lauterbach, ich kann das bestätigen aus praktischer Erfahrung. Wir haben ja seit 20, 25 Jahren Postdocs. Die zu uns kommen, auch aus China. Herr Professor Maas, ich unterbreche Sie ungern, aber wir sind in der Zeit durch und da wir ja senden, müssen wir es tatsächlich, aber Sie müssen sich gleich anschließend nochmal unterhalten. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben. Vielen, vielen Dank für die rege Diskussion hier. Wir haben diskutiert, den Anschluss nicht verpassen. Da kann man also in der Analogie nur sagen, Achtung an der Bahnsteinkante, der Zug fährt, nein, nicht ein, sondern er fährt ab und wenn wir Pech haben, dann fährt er ohne uns ab. Das haben wir, glaube ich, ganz deutlich gesehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles gut. Ich glaube, wir machen eine kleine Pause und danach geht's weiter.